38 22 67. Heute Museumslok in Bochum-Dahlhausen. Sie befindet sich im Aussehen der Deutschen Reichsbahngesellschaft der frühen 30er Jahre. Ein Sonderzug nach Gerolstein hat sie in die Eifel gebracht. Etliche Maschinen sind bis heute erhalten geblieben. Dazu gehört auch 38 11 82, lange Zeit betriebsfähige Museumslok der DDR-Reichsbahn. Diese P8 soll mit ihrem Erscheinungsbild an die Anfänge erinnern. Sie hört auf den Namen Posen 2455 und zeigt sich annähernd im Auslieferungszustand von 1919. Hergestellt von Linke Hofmann in Breslau. Bereits mit der Betriebsnummer 38 24 60 verkaufte die DRG 1926 die Maschine nach Rumänien. Seit Mai 2002 ist die in Privatbesitz befindliche Lok in Deutschland zugelassen. Und noch eine erhaltene und betriebsfähige P8. Es ist 38 31 99, ebenfalls eine Ex-Rumänin deutschen Ursprungs. Das heutige Erscheinungsbild in Schwarz-Grün mit Reichsbahnbeschilderung entspricht der Übergangszeit von der Länderbahn zur DRG. Jörg Bartmann sorgte 1998-99 für die betriebsfähige Aufarbeitung und für die Rückführung und kennt sich mit der Geschichte seiner Lok bestens aus. Das ist eine preußische P8, Baureihe 38. Die Lok ist 1921 bei Linke Hoffmann in Breslau gebaut. Dann bis 1929 in Schlesien im Einsatz gewesen, wurde dann 1929 nach Rumänien verkauft, war dort bis 1974 wiederum im Einsatz, stand dort dann als Schrott abgestellt und wir haben sie 1998 erworben, zurückgeholt nach Deutschland und seit 2002 ist sie wieder in Betrieb. Mit einem Fotogüterzug ist 38 31 99 auf dem Weg. Eine Dampfveranstaltung im Hohenloher Land sorgte dafür. Aber auch im Personenzugdienst zeigte die alte Preußin, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehört. Die älteste heute noch erhaltene Maschine dieser Baureihe ist 38 11 82. Sie gehört zu den 83 Loks, die 1910 bei der Berliner Maschinenbau AG von den Bändern liefen. Als Frankfurt 24 21 begann die heutige Museumslok ihren Lebenslauf. Die 38 11 82 ist nicht nur die älteste erhaltene P8, sondern auch die am längsten ununterbrochene eingesetzte. Nach 59 Betriebsjahren quittierte sie am 1. Juli 1969 ihren Dienst in Aschersleben. Zwei Jahre später erhielt sie den Status einer Traditionslok des Verkehrsmuseums Dresden.
Seit 1982 begeisterte dann diese P8 wieder betririebsfähig ihre Fans. Mitte der 90er Jahre ist sie mit einem stilechten Zug und großen Ohren im Schwarzertal unterwegs. Betriebshalt in Mellenbach-Glasbach. Über zwei Jahre früher als bei der Bundesbahn endete der P8-Einsatz jenseits des Eisernen Vorhangs. Im Juni 1972 rollte im BW Saalfeld die letzte aufs Abstellgleis. Nach dem Krieg konnten in der Ostzone etwas über 700 Maschinen gezählt werden. Bis auf 38 F82 und der 2267 gingen alle ausnahmslos in den Schrott. Leider ist 38 F82 schon seit Ende der 90er Jahre nicht mehr betriebsfähig. Als kaltes Ausstellungsstück steht sie im historischen Bahnbetriebswerk Arnstadt. Insgesamt 24 P8 sind heute noch in Mitteleuropa erhalten. Dazu gehört auch die ehemalige 38-21-55. Sie gehört zu den polnischen Beuteloks und wird in Polen als OK-1-359 bezeichnet. Über 400 Maschinen konnten nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen gezählt werden.